Hallo, ich bin Matthias von Transparent Share. Heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ich häufig vorgehe bei meinen Aktienchecks. Dabei werde ich die Aktie von Dürr und Jungheinrich vorstellen. Also wenn es dich interessiert, bleib dran. Abonniere unseren Kanal, wenn du zukünftig weitere Empfehlungen von uns erhalten möchtest. Bis gleich! Willkommen zurück. In einem Börsenmagazin bin ich am Wochenende auf unterbewertete Aktien gestoßen. Wie ihr sehen könnt, wird dort unter anderem auf die Dürr-Aktie verwiesen. Kurz zusammengefasst geht man bei den Anlagen- und Maschinenbauern davon aus, dass insbesondere bei Lackieranlagen für die Automobilindustrie und Batteriezubehör die Nachfrage steigen wird. Da ich immer schon ein Fan von eher familiengeführten Unternehmen bin, war mein Interesse geweckt. Schauen wir uns doch die Aktie bei Transparent Share an. Nachdem ich im Suchfeld Dürr eingegeben habe, erscheint auch schon die Aktie. Die Aktie ist derzeit keine Empfehlung bei Transparent Share. Das Gesamtrating liegt nur bei minus 2. Allerdings beträgt der Abstand zum 52-Wochen-Hoch bei 45,20% beim Kurs von 24,10 Euro. Deshalb schaue ich mir gerne die einzelnen Kennzahlen mal an. Positiv wird derzeit nur das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis und das erwartete Gewinnwachstum bewertet. Fangen wir mal oben an. Die Eigenkapitalrentabilität wird mit minus 1 bewertet. Ab einem Wert von unter 10% bewerten wir die Aktie entsprechend. Dürr liegt hier bei 8,45, also nicht weit von einer neutralen Bewertung mit 0 entfernt. Die Eigenkapitalquote ist mit 0 bewertet. Im Detail sieht man, dass sie bei 24,21% und somit nur knapp unter den 25% als einer Wertung von plus 1 liegt. Die Gewinnmarge liegt bei einer aktuellen Bewertung von minus 1 und knapp 5%, ebenfalls nur 1% unter einer neutralen Bewertung. Die Kursveränderung 12 Monate im Vergleich zum Index liegt derzeit bei minus 7,15%, auch hier nicht weit vom Schwellwert von minus 5% entfernt. Auch beim Kursbuchwertverhältnis ist der Schwellwert zu einer positiven Beurteilung nicht weit entfernt. Dort wird Dürr mit 1,75 bewertet und ab einem Wert von 1,5 nicht mehr weit von 0, sondern von plus 1 entfernt. Die anderen Kennzahlen liegen relativ stabil, deshalb habe ich es hier nicht explizit erwähnt. Wenn man nun einen positiven Verlauf prognostiziert, könnte man von einer Gesamtbeurteilung von minus 2 auf plus 3 durchaus ausgehen. Für das Rating der Dürr-Aktie wäre das zumindest mal ein Beobachten. Jetzt lass uns doch einmal den Artikel zu Jungheinrich anschauen. Jungheinrich ist Spezialist für Lagertechnik. Von Gabelstaplern über Lastenfahrzeuge werden auch komplette Lagersysteme angeboten. Der Autor geht davon aus, dass insbesondere bei einer weiteren Zunahme von E-Commerce auch der Bedarf an Lagerkapazitäten zunehmen wird. Wie viele andere Branchen und Unternehmen hatte Jungheinrich während und nach der Corona-Krise mit Lieferkettenproblemen zu kämpfen. Diese Probleme sollten aber nach Meinung des Autors im Aktienkurs bereits eingepreist sein. So, wie bewerten wir von Transparent Share nun die Aktie? Die Aktie wird mit einem Rating von 3 als Beobachten eingestuft. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt über 50%. Beim Aktienkurs von 23,62. Die Eigenkapitalrentabilität ist derzeit mit 0 bewertet. Im Detail sehen wir, dass sie bei 14,83% liegt und ab einer Bewertung von 15% würde sie mit einem Plus 1 bewertet, liegt also knapp darunter. Die Gewinnmarge liegt bei 8,48% und damit ziemlich mittig im Bewertungskorridor zwischen 6 und 12%. Hier wird wahrscheinlich sich so schnell keine Änderung ergeben und somit eine neutrale Beurteilung beibehalten. Anders sieht es allerdings beim Kurs-Gewinn-Verhältnis aus. Hier liegt die Aktie bei 12,35. Wenn der Wert unter 12 fallen würde, wäre hier eine Bewertung von plus 1 angesagt. Bei den anderen Kennzahlen sind aktuell keine großen Veränderungen zu erwarten. Deshalb werde ich sie hier auch nicht weiter beleuchten. Da die Kennzahlen Eigenkapitalrentabilität und Kurs-Gewinn-Verhältnis sehr knapp an den Grenzen einer besseren Bewertung liegen, könnte sich hier ein Wert von 5 ergeben. Ab einem Gesamtrating von 6
würde die Aktie eine Empfehlung sein, da sie im MDAX gelistet ist. Wäre sie im DAX gelistet, gäbe sie schon ab einem Gesamtrating von 4 eine Empfehlung. Also die Aktie von Jungheinrich stellt durchaus ein Schnäppchen zum Einstieg dar, bei einem Abstand von über 50 oder knapp 50%. Wenn du mehr über die Bewertung der Aktien durch Transparent Share erfahren möchtest, dann teste uns doch einfach kostenlos und völlig unverbindlich ohne Angabe einer Kreditkarte. Außerdem freuen wir uns immer über dein Feedback, das du in die Kommentare unter dieses Video schreiben kannst. Nur mit deiner Hilfe können wir uns stetig verbessern. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns doch ein Like und abonniere unseren Kanal. Wir wünschen dir viel Spaß und Erfolg beim Aktienhandel. Bis bald!